Recht herzlich willkommen zur 23. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir wollen was bauen, da gucken wir jetzt erstmal rein, was wir bauen können so. Marktplatz würde uns Handelseinfluss erhöhen. Dock geht nicht, weil wir keinen Zugang zum Wasser haben. Baracke würde uns 50% Soldatenzahl bringen. Regimentscamp, Truppenlimit erhöhen. Brauche ich jetzt noch nicht. Burg wäre fort Level 2. Wird auch überall gehen. Was haben wir hier? Gericht. Lokale Unruhen würden weniger sein. Das ist natürlich was, wenn wir verwestlichen, besser, ne? Werkstatt, lokale Produktionseffizienz plus 50. Das wird uns alles mehr Geld bringen. Und der Steuermodifikator auch. So, jetzt stellt sich die Frage, ob Geld oder das Gericht. Gute Frage, ne? Hier könnte ich zwei davon bauen. Und da auch. Ich glaube, wir müssen mehr Steuern einnehmen, damit wir am Ende wieder mehr Geld haben und dann können wir auch was anderes bauen. Macht Sinn, oder? Äh, 23 wird uns das da bringen. Dann macht es da auch Sinn, das zu tun, denke ich. Und das war jetzt der Tempel, naja. Und woanders? Alles andere ist nicht besser oder schlechter oder Werkstatt. 8, 8, 8, 4, 7, 8, 8, okay. Produktionseffizienz steigern. Weiß nicht, ob es dann 16 Cent werden. Dafür müssten wir vielleicht erstmal reingucken, was wir hier produzieren. Felle. Felle. Was ist das? Baumwolle. Da Getreide. Felle. Felle. Alles doofe Sachen eigentlich nur, ne? Wenn, dann wäre noch die Baumwolle am interessantesten. Trägt 3. Oh, denn die Felle bringen sogar noch mehr. Das hatten wir hier Getreide, ne? Das bringt nur 2. Tja. Können noch was bauen. Baracke. Nee, das will ich nicht. Werkstatt oder der Marktplatz. Das geht nicht, die Burg. Zu wenig Geld. Ich würde fast sagen, wir bauen gleich das Zentrum soweit aus, oder? Warte mal. Ist das auch Fälle? Hab ich gar nicht geguckt. Doch, sind auch Fälle. Sind alles Fälle. Ne, ich mach das so und baue hier noch aus. Gut, 2 Tempel. Passt. Wir können laufen lassen auf jeden Fall. Und schauen, dass wir das hinkriegen. Ja, was ist mit ihm hier? Diplomatie. Da haben wir schon Bündnis mit. Einflussaktion, Valisierung anbieten wollen sie nicht. Protektorat erbitten, ja, dann werden wir dann. Aber hier ist ja unser Vasall jetzt, ne? Die haben auch Baumwolle. Und jetzt haben wir noch ein neues Feld hier, ne? Das ist das letzte, das können wir jetzt auch hier. 13 Cent monatlich. Rittersteuern aktivieren. Nee, das machen wir erstmal nicht. Ja. Was passiert jetzt? Das ist die Frage. Die Spanier sind hier bei den Engländern drin. Ottawa bezwingt gerade Französisch-Kanada. Sollten wir gucken, ob wir da
was machen können. Wir haben keine bedeutenden Männer. Wie sieht das hier aus? Dies ist null. Die haben schon einige Gegner als Feinde. Tja. Waffenstelle Osmanen, Großbritannien, Nevers, Makuria. Ja. Also auf der einen Seite würde ich jetzt zack sagen, Florida angreifen. Gucken, was passiert. Aber hier ist schon zu Ende, ne? Kanada hat da, Ottawa hat da. Ist das hier Ottawa? Nee. War das hier nicht eben Ottawa? Oh oh. Die haben sie verschluckt, oder was? Hier sind Holländer unterwegs. Hm. Pause. Speichert. Ich glaube, wir ziehen die mal zurück. Also, das mit dem Verwestlichen, das müssen wir eigentlich immer noch mal probieren, ne? Da kommen wir irgendwie nicht drum rum. Gucken wir noch mal durch hier. Schmuggler treiben ihr Unwesen. Stabilität verlieren. Stabilität wäre ziemlich hoch. Machen wir. Stabilität ist zwar jetzt eingefallen, aber das nehme ich in Kauf. So, hier waren wir schon durch. Oh, so viel Geld kriegen wir gerade plus. Das ist ja reichlich, ne? Darlehen haben wir auch nicht. Eigentlich ist richtig gut so. Da können wir Karibik noch was machen, oder wie? Nee, kein Händler mehr, ne? Das dauert noch an. Hier können wir verwestlichen. Gucken wir gleich. Hier ist jetzt auch nicht gerade möglich. Verbessert unser Prestige. Prestige ist 3 und wie viel soll das werden? Mehr als 50, okay. Das können wir mal wieder steigern. Aha, das war jetzt nicht so die dolle Idee, fällt mir gerade ein, wenn wir dann das Prestige steigern. Dann haben wir da auch einen dazu, ne? Hm, war jetzt nicht so idiot. Logisch, richtig. Das sind die Spanier. Okay. Haben wir nicht. Nicht wichtig. Jetzt wäre noch zu überlegen, eine Truppe mehr zu kriegen, vielleicht mal, ne? Wenn wir verwestlichen wollen, brauchen wir ein bisschen Kampfkraft noch. Komm, wir machen verwestlichen. Irgendwann müssen wir das ja mal schaffen, oder? Unruhen sind da, ist klar. Wo können wir denn hier noch ein 60? Ja, wir verlieren Prestige, ist aber nicht schlimm. Und da machen wir eine Soldateneinheit mehr. Passt ja dann auch, ne? Wäre schön, wenn hier noch eine Truppe sich bilden würde. So, die bauen noch aus, aber wir können noch weiter ausbauen, steht da, ne? Hm, ja komm, machen wir da auch noch. Wie sieht es finanziell denn aus jetzt, wenn wir hier verwestlichen? Oh, das ist noch alles gut. Das können wir jetzt ein. Okay. Und dann probieren wir schon wieder mit dem Verwestlichen, ne?
Aber irgendwann muss das ja auch mal klappen. Oh, guck mal, da ist eine Einheit gekommen. Das ist ja cool. Gut. Machen wir mal Vollspeed, ne? Der Fortschrittsbalken ist natürlich recht schlecht. Naiver Verwandter. Hinrichten. Prestige verlieren. Komm, egal. Gut, läuft schnell die Zeit jetzt. Müssen wir machen. Geld fließt aber auch noch. 47, 50. Finanziell können wir uns das jetzt wohl leisten, ne? Da stehen welche auf. Das bedeutet, wir müssen mal langsamer machen. Okay. So, da einmarschieren bitte. So. Ich hoffe, es gibt auch eine Hilfe von irgendwem. Sieht gerade nicht so aus, ne? Pause müssen wir rausnehmen. Sonst klappt das auch nicht. Einen Tacken schneller können wir noch machen. 7-5, 6-5, 6-4. Ah, die anderen bewegen sich auch. Das ist schon mal cool. Das bedeutet, wir werden diese auch niederschlagen können, ne? Okay, wunderbar. Allerdings wird uns das jetzt häufiger passieren. Ich ziehe die aber trotz alledem zurück, weil ich nicht glaube, dass das da wieder passiert, sondern dann passiert das in einer anderen Ecke, wo Truppenunruhen sind. Alles 2% allerdings. Armee-Unterhaltsmodifikator, okay, schick. 6. Ja, wir müssen wieder auffüllen, ne? Hoffen, dass das auch schnell genug geht, aber wir haben ja 16.000 Mann Reserve, müsste also gut funktionieren, dass wir da immer wieder unsere 8 kriegen momentan. Verwestlichen. Ah, das ist natürlich ein Balken, der dauert ewig, ne? 10% haben wir gerade. Vielleicht kriegen die auch eine zweite Truppe hier noch hin. Und hier sind wir gleich fertig. Jetzt haben wir eine negative Bilanz. Okay, da ist aber auch wieder eine positive. 40 Cent. Oder wie man es auch nennen möchte. 7 Truppen. Florida hat auch eine Armee mit 4 Mann. Ja, 2,24. Weiß auch nicht, warum das mal so schwankt und mal nicht. 12%. Achso, wir können hier noch. Aha, Philosoph gestorben. Läuft Vollgas. Wenn wir das mit dem Verwestlichen mal irgendwann hinkriegen, das wäre nicht schlecht, weil dann können wir doch uns hier diese ganzen Sachen viel besser vorankommen mit Truppen und sowas. Okay, wir haben wieder das Problem von eben. Auf ein neues. Und angreifen. Und da kommen sie auch zur Hilfe gleich. Will ich hoffen. Die auf jeden Fall. Und die aber auch. Dann müssen wir das auch niederschlagen können. Unsere Verbündeten machen das schon. Gewonnen. Ziehen wir wieder zurück. Die Unruhen. Wird das denn dann... Achso, da muss ich nur draufbleiben, ne? Ne, das wird auch nicht. Das sind immer noch die gleichen Länder, ne? Sind alle Länder 2%. Oh, ne, obwohl unten ist 0,7. Das war jetzt gerade der. Ne, doch nicht. Das war nicht der. Das ist da, wo die Spanier dran stehen zurzeit. Die anderen sind doch so schlecht. Naja.
Ja, da wird keiner auftanzen, weil die vielleicht dann doch mich schützen würden, ne? Wo würden die denn aufstehen? Tja, weiß ich auch nicht. Hier sind es jetzt 20% gleich. Lass mal wieder schneller laufen. Hier haben wir nichts, was sich steigert, ne? Bei unseren Truppen. Wir haben wieder volle Anzahl mit 8. Was machen wir da? Verlieren 50 Diplomatie. Ja, da können wir locker die 50 Diplomatie verlieren. Guck mal, die haben schon 6, das ist auch cool. Stärken die uns noch mehr. So, und hier haben wir schon fast 25%. Effekt hat letzte lokale Unruhen 2. Ja, müssen wir machen, wir wollen das ja. Europäische Reaktionäre. Maßnahmen. Verlieren 13 Dukaten. Betet für ihr Leben. Erhalte 30 Legitimität. Und das ist ja eine schwere Frage, ne? Also 5% da. Doktor schicken? Oder da? Ja, machen wir den Doktor. Na? Weiß nicht, wann da was passiert ist oder ob man es überhaupt mitkriegt. Noch lebt sie. Wie viel Prozent haben wir? 24, 28. Nee, das machen wir nicht. Gut. Wieder runter. Und angreifen. Gucken, ob die anderen auch kommen. Sieht aber so aus, oder? So. Die stärken uns aber auf jeden Fall alle. Ja, durchhalten müssen wir jetzt noch, ne? Komm, akzeptieren wir Militärzugang. Ist egal, wer da momentan durch unser Land läuft. Das steigern wir mal gerade ein bisschen. Vielleicht nochmal. Tja, und hier können wir Maßnahmen ergreifen. Das wollten wir eben schon, ne? Ne, das wollen wir nicht machen. Gut. Wir können noch was bauen. 118 hätten wir. 101 kostet uns das. Ich weiß nicht, wir sparen im Moment gerade noch ein bisschen, glaube ich, bis wir da irgendwas mehr Geld auf jeden Fall haben.
Wie sieht's denn aus hier? Das ist nämlich gerade an der Grenze. Dann sollten wir besser mit unserem Geld haushalten. Und wir können hier aber schneller machen, damit wir schneller mit der Westernisierung durch werden. So, jetzt haben wir gleich ein Drittel schon geschafft. Aber das müssen wir jetzt irgendwie durchziehen. Das muss jetzt klappen. Mal gucken, wie es geht, ne? Bilanz ist gerade positiv wieder. Na, ja, komischerweise über 3 sogar. Eben war es 0, jetzt ist über 3. 107 Dukaten erhalten wir. Und hier wären es, Anstieg an Handelseinkommen in bis zu 16 März. Handelseinkommen plus 15, oder 15. Das ist viel Geld, ne? Aber das könnte vielleicht auf Dauer viel Geld sein. Nehmen wir das. Handelseffizienz. Großbritannien wird von Militärzugang. Ja, lassen wir durchmarschieren, ist egal. Die wollen zu den Spaniern, dann lassen wir zu den Spaniern. Die sollen sich mal gegenseitig da die Köpfe einhauen. Ja, das machen wir. Die schicken wir mal wieder dahin. Zentraler das Land. Gut. Wie sieht es jetzt hier aus? 36, mehr wie ein Drittel schon. Es wird natürlich schwer, das wieder durchzuziehen, ne? Ist so. Geld ist jetzt diesmal besser unterwegs. Speichern ab. Und 3,17 haben wir da. Ja. Da passiert noch gar nichts. Da war ein 3,17. Dann sind wir bei 38%. So, da gibt es wieder Rebellen. Und auf geht's. Die machen wir auch wieder nieder, ne? Das mit den 6 Armeen, das klappt mal gerade so mit unseren 8. Aber wir kriegen ja mal Unterstützung von unseren Kollegen da. Gut. Alles gut. Wieder zentral reinstellen. Und hoffen, dass wir alle Sachen hier immer schön niederschlagen. So, 2/5 haben wir. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.